herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Der liebe Andi vom Telestammtisch war beim Comic Festival in München. Ein kleines Fazit dazu, wie es ihm dort gefallen hat, hört ihr direkt im Anschluss. Zudem hat er zwei Gespräche dort aufgezeichnet. Welche das sind, wird er euch gleich selbst verraten. Vielen Dank, lieber Andi, dass du diese Gespräche mit unseren Hörern teilst. Und unseren Hörern wünsche ich jetzt viel Spaß. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Andi vom Telestammtisch und ich habe heute die Ehre, ein paar Worte quasi als Fazit zum Comic-Festival München 2019 zu verlieren. Einer der großen Comic-Veranstaltungen, die wir hier in Deutschland haben. Das ist ja eine Veranstaltung, die alternierend mit dem Internationalen Comic-Salon in Erlangen stattfindet. Und ich hatte dieses Jahr erstmalig die Gelegenheit, dort hinzufahren, mir das Ganze mal ein bisschen genauer anzuschauen, hatte auch die ein oder andere Verpflichtung quasi zu erfüllen, habe da also ein bisschen vor mich hin moderiert und habe ganz viele tolle Gespräche mit vielen tollen Menschen geführt. Und dabei sind auch ein paar Aufnahmen entstanden. Netterweise, glücklicherweise geben mir die Kollegen von den Comic Cookies die Gelegenheit, diese Aufnahmen bei den Jungs im Podcast zu platzieren. Und so könnt ihr euch auf das ein oder andere freuen, was man auf jeden Fall gehört haben sollte. Wir haben tolle Gespräche geführt, tolle Panels eben auch gehabt. Und ich möchte an der Stelle nicht die Gelegenheit verpassen, euch das irgendwie zur Verfügung zu stellen. Ihr könnt euch unter anderem auf ein Panel freuen, das ich mit dem Joshua Dantes geführt habe. Da hatte er ungefähr eine halbe Stunde die Gelegenheit gehabt, seinen Verlag und sich vorzustellen, das aktuelle Line-Up. Und das ist eine ganz nette Runde geworden, sage ich mal. Wir haben da zu zweit eben auf der Bühne gesessen und ein bisschen geplaudert. Wir hatten sogar ein bisschen Publikum und das Ganze gibt es eben hier auf meinem Aufnahmegerät. Und jetzt habt ihr die Gelegenheit, das Ganze eben noch nachträglich zu hören, falls ihr es also nicht live nach München geschafft habt. Außerdem habe ich noch ein Gespräch geführt mit dem Michael Peinkoffer. Und der Michael ist Autor einer Reihe, einer Orksager-Reihe, die ist wahrscheinlich sogar dem einen oder anderen da draußen recht bekannt. Und wir beide haben uns in gemütlicher Runde ja quasi schon als offizielles Panel, aber letztlich an einem netten Biertisch mit dann auch ein bisschen Publikum getroffen und ein bisschen über die Arbeit und insbesondere über den Erstellungsprozess der Comics gesprochen. Und ich kannte das überhaupt nicht. Alles, was ich vorher wusste, ist, dass der Michael ein total sympathischer Dude ist und deswegen habe ich mich sehr auf das Interview gefreut. Es ist eine Stunde tolles Material entstanden. Auch das werdet ihr hier bei den Comic-Cookies zu hören bekommen. Seid ihr mal gespannt. Ich habe keinen blassen Schimmer, wann der Steffen das alles veröffentlichen wird, aber ich denke, es ist ganz cool geworden. Nun also noch kurz zum Fazit zum Festival selbst. Das ist in der alten Kongresshalle in München. Das ist quasi der Hauptveranstaltungsort. Da treffen sich quasi alle Verlage, da sind die Panels, da sind die Möglichkeiten, auch überhaupt erstmal Geld irgendwo auszugeben, sich den einen oder anderen Comic mitzunehmen. Dort sind die ganzen Zeichner aus dem Indie-Bereich, dort sind auch größere Größen ein bisschen unterwegs, sage ich mal, die da eben auch signieren und viele, viele weitere Sachen. Das ist der Veranstaltungsort und da kann man dann eben auch in den Biergarten gehen, wo es eben das ein oder andere Bier gibt, das den Abend noch ganz nett ausklingen lässt. Ich persönlich fand es irgendwie cool. Ja, du hast halt diese Kongresshalle, die ist recht groß, die ist ein bisschen verwirrend, weil sie teilweise auch noch Baustelle war. Gerade die Mädels und Jungs vom Azi-Workshop oder Azi-Festival, ich weiß gar nicht genau, wie sie es genannt haben, die haben sich quasi ja in der Baustelle zurechtfinden müssen und dann darum irgendwie ihre Tische aufgebaut und gut, sei es drum. Also im Großen und Ganzen ein ganz tolles Teil mit einer super Lage direkt an der Wiese, an den Wiesen, ja, Theresienwiese, glaube ich, ist das da, wo eben die Wiesen, die aus dem Oktoberfest stattfindet. Dort ist dieses Ding und da ist die Hauptveranstaltung und allein da vor Ort kann man 2 Wochen theoretisch verbringen und wer hätte immer noch nicht alles gesehen. Dann gibt es natürlich noch jede Menge Satellitenveranstaltungen. Also es ist definitiv so, dass wir zum Beispiel mit dem Bier- und Oktoberfestmuseum eine Location hatten, bei der ich 2-mal täglich eine Veranstaltung moderiert habe. Das waren quasi so Comic-Stammtische, die ihr auch Stück für Stück bei mir im Telestammtisch hören könnt. Die habe ich da eben moderiert und das war ganz fluffig und flauschig in einem schönen atmosphärischen Museum letztlich. Ne? Also heißt ja auch Bier- und Oktoberfestmuseum und das war irgendwie ganz cool. Da war dann auch abends nochmal am Freitag, glaube ich, eine größere Veranstaltung für die Veranstalter und Ehrengäste quasi. Das war ganz fluffig und
wirklich ganz großes Ding. Also es macht richtig, richtig Spaß. Ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll, wo ich vor allem auch anfangen soll, zu erzählen, wie toll ich es letztlich in München fand. Dann gibt es noch viele weitere Satellitenveranstaltungen. Wir haben halt hier das Institut Français zum Beispiel. Da lief parallel eine Veranstaltung beziehungsweise eine Ausstellung von Lucky Luke beziehungsweise zum Hommage-Band, den der Mavilla veröffentlicht hat. Lucky Luke sattelt um. Da gab es eben die Ausstellung. Wir haben die Finissage, die habe ich unter anderem besucht. Wir hatten da auch so ein bisschen Publikum. Das war ganz cool. Da gab es noch eine Batman-Ausstellung. Ich glaube, die läuft immer noch. Die könnt ihr euch nur angucken, wenn ihr das rechtzeitig hört. Und viele, viele weitere Sachen. Ich kann die jetzt hier gar nicht alle aufzählen. Es ist ähnlich wie in Erlangen, aber dann doch nicht so groß. Mega viel Programm. So dermaßen mega viel Programm, dass du gar nicht alles mitnehmen kannst. Wenn du dir allein schon in der Kongresshalle angemessen viel Zeit lassen willst, bist du dann nach drei Tagen immer noch nicht durch. Und nun ja, das ist eben genau das Ding, was so mein Fazit daraus macht. Es ist mega geil, es ist mega viel und man muss richtig viel Zeit und Konzentration mitbringen, um alles mitzunehmen. Das Comic Festival in München ist eine ganz tolle Veranstaltung, die richtig viel Spaß macht, die von einem deutlich kleineren Team organisiert wird, als es Erlangen eben ist. An dieser Stelle schöne Grüße an Heiner Lühnstedt und sein Team. Und man muss ganz klar sagen, was da vielleicht an der einen oder anderen Stelle eben ein bisschen, sage ich mal, Ecken und Kanten noch hat, was nicht ganz rund läuft, was man zum Beispiel vielleicht auch aufs Budget zurückführen kann, das natürlich viel, viel geringer ist als bei einer großen, teuren Con oder bei eben dem Salon. Das kann man sich auch wieder mit dem einen oder anderen Bier schön trinken. Also keine Ahnung, da gibt es dann eben auch natürlich, wenn der Peng-Preis verliehen wird, das ist auch ein Preis, der eben in München da, ein Comic-Preis, der verliehen wird, dann gibt es da natürlich Freibier danach. Ja. Wir hatten unter anderem auch noch die Preisverleihung vom E-Com, da ist ja, wer das so ein bisschen im Blick hat, im letzten Jahr in Erlangen, das so ein bisschen eskaliert. In dem Jahr, keine Ahnung, wer da was gewonnen hat. Also ich weiß es ziemlich genau, dass die Veronika Gruhl da was abgeräumt hat für ihren Comic. Das verfluchte Elixier oder verflixte Elixier. Aber, naja, also kein Mensch war bei dieser Preisverleihung. Und schön ist es halt einfach, Gesichter zu sehen und zu treffen, die man lange nicht gesehen hat, sich ein bisschen mit denen auszutauschen, Hände zu schütteln. Es ist eine sehr familiäre Veranstaltung insgesamt, das Comic Festival, und ich kann es wirklich uneingeschränkt empfehlen. Fahrt da mal hin, München ist, egal wo ihr wohnt, nicht wirklich weit weg, man kommt da prima mit der Bahn hin und ist einfach so ein bisschen, ja, sich mal wieder treffen, mal wieder sehen. Dem einen oder anderen ist Erlangen zu stressig, zu laut, zu international. Da ist München in allen Kategorien eine Stufe kleiner. Und aber auf keinen Fall schlechter, nur eben ein bisschen anderer Fokus. Und mir persönlich macht sehr viel Spaß. Ich freue mich auch schon drauf, nächstes Jahr wieder dorthin zu fahren und das Ganze wieder mitzunehmen. Gern auch wieder mit einer Moderation. Da ist dieses Jahr schon vieles gewesen auf eben den Bühnen und auch beim den Comic-Standtischen. Und ich bin mega gespannt, was da nächstes Jahr kommt. Und habe auch die Hoffnung, dass die Jungs von den Comic-Cookies da auf jeden Fall auch mit am Start sind. Euch wünsche ich jetzt ganz viel Spaß bei den Talks mit dem Joshua Dantes und dem Michael Peinkoffer. Jo, lasst krachen, wenn ihr Bock habt, hört mal bei mir rein. Ich habe den ein oder anderen Comic-Stammtisch zum jetzigen Zeitpunkt bereits veröffentlicht. Ich habe auch schon einige Interviews veröffentlicht. Demnächst kommen noch Aufnahmen von der Comic-Con Germany in Stuttgart. Alles beim Telestammtisch im Feed. Wisst ihr Bescheid, Schätzelein. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao. La, 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 la. Hallo und herzlich willkommen zum Gespräch mit Verlagsleiter Joshua Dantes. Mein Name ist Andreas Prill, ich bin Host und Produzent des Audio-Podcasts der Telestammtisch, wo man sich dieses Gespräch auch im Laufe der nächsten Wochen nochmal nachträglich anhören können wird, vorausgesetzt die Aufnahme spielt mit. Und ich habe heute das Vergnügen, hier jemanden auf der Bühne zu begrüßen, den ich jetzt schon seit ein paar Monaten kenne. Wir haben auch schon das ein oder andere Gespräch geführt, sowohl vor dem Mikro als auch schon privat. Und es ist mir eine wahre Freude, bei dem zu begrüßen, der den deutschen Comicmarkt auf jeden Fall noch ein bisschen bunter macht. Hallo, Joshua Dantes. Hallo, Andreas. Freut mich, hier zu sein. Du bist ja jemand, der Comics mag, habe ich gehört. Und vor allem hast du einen Verlag gegründet, ne? Ja. Genau, ich habe vor 2,5 Jahren den Verlag gegründet und bin seitdem kräftig am Produzieren. Er heißt genau wie du und also ungefähr wie du, Joshua, das ist ja der Dantes Verlag. Erzähl mal, was ist eure Ausrichtung, worum geht es dir, was macht ihr bei euch, wie sieht euer Portfolio aus? Unser Portfolio richtet sich eigentlich nach meinem persönlichen Geschmack. Ich habe eine Bandbreite, die vielleicht viele etwas ungewöhnlich finden, da es von keltischer Fantasy, die schon etwas derber ist, mit schönem britischem Humor, über niedlich gezeichnete Samurai-Geschichten geht, bis hin zu Splatter und
echt derberem Zeug von Warren Ellis. Es sind hierzulande eher Underground-Titel, aber Slane und Usagi sind zum Beispiel in ihren Ursprungsländern seit 35 Jahren am Laufen, laufen heute noch und richtige Verkaufsrenner sozusagen. Wir werden die Reihen natürlich auch mal durchgehen gleich und so ein paar Sachen dazu besprechen, dass du uns mal alle auf den aktuellen Stand bringen kannst, wie es da jeweils aussieht. Aber interpretiere ich das richtig, dass ihr vor allem Lizenznehmer seid? Jawohl, wir sind gerade vorrangig Lizenznehmer. In Zukunft kann ich mir auch vorstellen, was Eigenes auf die Beine zu stellen, also das dann bei uns als Original rauskommt. Aber das Problem ist gerade noch, ich bin kompletter Quereinsteiger, was heißt, ich hatte bis vor 3 Jahren überhaupt keine Ahnung vom Comics verlegen oder sonst irgendwas in der Richtung und da musste ich mir dann alles einfach Schritt für Schritt aneignen und ich traue es mir ehrlich gesagt noch nicht ganz zu, dass ich noch bei einer Geschichtsentstehung den Redakteur verkörper, weil ja, es ist so schon ein recht großer Aufwand, sage ich mal, weil da ich ja 100% im Krankenhaus noch beschäftigt bin und das nur nebenher mache mit dem Verlag. Nun, nebenher heißt aber, du hast da ein Gewerbe gegründet und das Ganze schon auf, sage ich mal, feste Füße gestellt. Jawohl, also das ist alles den offiziellen Weg gegangen soweit, aber ich mache das halt in meiner Freizeit, stelle ich die Bücher zusammen und bis auf die Übersetzung versuche ich halt alles soweit alleine gerissen zu bekommen, aber mittlerweile brauche ich auch langsam etwas Unterstützung, da einfach der Arbeitsaufwand etwas mehr wird. Und genau dieser Arbeitsaufwand ist sicherlich auch der viele davon abschreckt, sondern einen Schritt zu gehen und hier natürlich eben auch zum Beispiel Kontakt mit Leuten aufzunehmen, die vielleicht im Ausland ansässig sind, eben auch mit großen Namen. Was war denn die Motivation für dich letztlich dann, das so zu professionalisieren und auch in diesem Umfang zu machen? Also eigentlich hat das Ganze recht klein angefangen, das habe ich auch schon mal erwähnt in anderen Interviews. Und zwar ging es darum, den fehlenden Band 7 von Usagi Yojimbo, der bei Carlsen und Schwarzer Turm immer gefehlt hat, wollte ich eigentlich nur erstmal für mich selber produzieren und habe mich dann gefragt, ob nicht vielleicht schon irgendwo eine Übersetzung vorhanden ist. Und ja, und dann habe ich mir gedacht, hey, vielleicht haben noch ein paar mehr Leute Lust darauf. Und wie sich gezeigt hat, hatten wirklich einige Lust drauf, da die 300er, also auf 300 Exemplare limitierte Auflagen dieser Ergänzung der Schwarzen Turmreihe innerhalb von 4 Wochen jeweils ausverkauft waren. Und das hat mir gezeigt, dass zumindest doch noch eine gewisse Leserschaft hier vorhanden ist. Und dann habe ich mich um die Lizenz der Gesamtausgabe bemüht, was dann auch hingehauen hat. Und ja, das war so der erste Schritt. Und Slane ist einfach, das war die zweite Serie, die ich ins Programm genommen habe. Slane ist einfach ein Herzensding von mir. Ich habe da die Sachen von Simon Beasley und von Glenn Fabry anfangs gelesen, die bei Pest und Bastei rausgekommen sind in den 90ern. Und habe dann festgestellt, dass da in Deutschland einfach 600 bis 700 Seiten gefehlt haben. Und ja, dann wollte ich das Teil natürlich dann auch komplett rausbringen, da ich ehrlich gesagt im Lesen von englischen Comics nicht allzu viel Vergnügen habe. Ja. Also es ist einfach zu anstrengend für mich und da geht der Lesefluss dann leider verloren. Das war eigentlich so das Hauptding, dass ich die Dinger selber lesen will. Ja, gerade jetzt bei Usagi Yojimbo, ich finde das ja eine spannende Geschichte. Du hast jetzt auch den Schwarzen Turm ja schon angesprochen, auch mit der vielleicht quasi Übernahme, dann, wenn man so will, ein bisschen dran. War das eine Zusammenarbeit oder wie sah das aus? Die ersten 3 Auffüllbände, 5, 6 und 7, wovon 6 und 7 ein Doppelband waren, war ja eigentlich eher vom Schwarzen Turm produziert und ich hatte sozusagen nur mein Auge drauf. Aber ich war dann relativ unzufrieden, da ich mir doch etwas mehr an Details vorgestellt habe. Beim Schwarzen Turm war das einfach eine Sache, die hatten die Hälfte der Daten schon gelettert praktisch, aber Soundwords und so weiter waren dann halt auch nicht mehr drin und dann habe ich gedacht, ich muss da selber eingreifen und habe mich dann in Photoshop, InDesign und Illustrator eingearbeitet und seit Slane 1, also seit der 3. Veröffentlichung des Verlags, mache ich die Gestaltung komplett selbst und da kann ich auch sagen, da bin ich richtig zufrieden mit und kann das ruhigen Gewissens aus der Hand geben.
Ja, und wer die Sachen von euch kennt, der weiß auch, wie hochwertig die verarbeitet sind. Sowohl die Softcover als auch die Hardcover, das ist großartig. Auch noch nachgeschoben die Frage zu eben, warum funktioniert es bei dir im Verlag eben ganz gut, wie du sagst, und vielleicht beim Schwarzen Turm nicht? Ganz einfach, weil ich damit gerechnet habe, drauf zu zahlen und ich das als Herzensprojekt mache. Und mir macht es auch nichts, ein bisschen was draufzulegen. Ja, aber das Schwarze Turm hat halt einfach zu niedrige Verkaufszahlen da gesehen, weil die Leute, die leben auch davon. Ich mache das eigentlich eher als Hobby und anstatt jetzt 500 Euro für Comics halt auf den Kopf zu hauen, stecke ich es jetzt halt in den Verlag. Kannst du ganz anders kalkulieren, als sie das natürlich genau. Kennen auch. Ne? Jawohl, also ich habe auch damit gerechnet, dass ich die ersten 4 bis 5 Jahre immer ein bisschen zuzahlen muss und sich dann das vielleicht langsam rechnet. Aber ich muss sagen, gerade Usagi Yojimbo, die ersten Bände, die fangen langsam an, gegen Null zu gehen und das ist schon eine wunderbare Sache, auf jeden Fall. Auch ein bisschen geil. Okay. Und die komplette inhaltliche Seite, also Layout und Co. hast du gemeint, ist von dir. Wo lasst ihr drucken? Unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, ob es schwarz-weiß Paperback oder Farbe. Da haben wir 2 Druckereien in Polen, die das umsetzen. Ansonsten die Slane Hardcover oder allgemein Hardcover lassen wir in Backnang bei Stuttgart drucken. Und die machen das richtig gut. Also ich vermute, das sind auch Erfahrungswerte, die man sammeln muss. Gab es da vielleicht auch Leute, die dir geholfen haben, diese Erfahrungswerte zu sammeln? Im positiven Sinne. Ja, ich hatte am Anfang etwas Unterstützung, zum Beispiel von Janu von Danny Books. Er hat mir da auch mal einen längeren Brief recht zu Anfang geschrieben, wo er mir ein paar Tipps gegeben hat, auch steuerlich und so weiter. Aber ansonsten habe ich das meiste von Mille erstmal mitbekommen. Und natürlich muss ich auch Jens erwähnen, also Jens Nielsen, der schon für Carlsen auch die Usagi Yojimbo Bände übersetzt hat und auch schon Arbeiten für CrossCult gemacht hat und zusätzlich Artikel für den Alphons schreibt. Und der hat halt natürlich dementsprechend auch ein Background-Wissen, was einem schon weiterhilft und auch viele Kontakte hergestellt, wie zum Beispiel der Philipp und von Schreiber und Leser. Und da hatte ich gleich den Fuß in der Tür für den Gratis-Comic-Tag. Und ja, seit ich auf diesen Veranstaltungen hier unterwegs bin, also letztes Jahr in Erlangen, da läuft das sowieso, weil man lernt die ganzen Kollegen sehr schnell kennen und ich muss sagen, wir wurden auch richtig gut aufgenommen bis jetzt. Das freut mich zu hören, dass es unter den Verlagsleuten auch echt eine Menge cooler Leute gibt. Auf jeden Fall, ja. Lass doch mal in die eigentlichen Serien einsteigen. Wir hatten jetzt verschiedene schon erwähnt und ich finde es ganz wichtig, dass wir da auf jeden Fall mal drauf eingehen, wovon eigentlich alles handelt und sich dreht. Beginnen wir, sollten wir sicherlich mit dem Usagi, das war ja auch die erste Reihe bei dir. Jawohl. Also Usagi ist eine Serie, die läuft mittlerweile seit 35 Jahren in den USA, wird immer von Stan Sakai geschrieben, gelettert, gezeichnet, also der macht das Komplettprogramm. Bis auf wenige Kurzgeschichten, die von befreundeten Künstlern dazu beigesteuert wurden, macht er das komplett selbst und hat in den USA über 250 einzelne Hefte schon rausgebracht und ist immer noch weiter am Produzieren. Er hat jetzt erst, jetzt im Juni ist die erste Ausgabe rausgekommen bei IDW, wo praktisch den Beginn für Volume 4 setzt. Diesmal auch in Farbe, bis dahin aber in Schwarz-Weiß. Aber bis wir zu dem Punkt kommen, stehen noch, ich glaube, 22 Bände bei uns aus. Wer oder was ist ein Usagi Yojimbo? Usagi Yojimbo heißt wörtlich übersetzt Leibwächterhase. Und zwar vor allem am Anfang übernimmt er halt den Job des Leibwächters für diverse Personen, unter anderem auch für seinen Kumpel oder späteren Freund, den Gen, der Kopfgeldjäger ist. Und sich eigentlich etwas Unterstützung von ihm erhofft, aber er sagt, nee, er hat keinen Bock auf Kopfgeldjagd. Aber er spielt den Leibwächter für ihn und dann gehen sie halt zu zweit los. Ja, man muss dazu auch sagen, es ist sehr historisch fundiert. Es sind auch viele japanische Mythen eingebaut, aber auch Einblicke ins Gesellschaftsleben oder auch ins Handwerk. Wie zum Beispiel wird in einer Geschichte dargestellt, wie ein großer Drache für ein Festival in Japan zu dieser Zeit gebaut wurde.
auch mit der Papierherstellung und sowas. Oder in Band 9, wo es speziell um die Samurai-Schwerter geht, also das Paar Daisho sozusagen, wie die Schwertherstellung zu dieser Zeit so vor sich ging. Und ja, zum Beispiel auch eine Teezeremonie wird noch in einem der kommenden Bände näher beleuchtet. Also da ist durchaus was geboten. Und ab Band 13 haben wir sogar noch Krimi-Anleihen mit dabei, da er sich dann mit einem Kommissar anfreundet, der auch ein spezieller, aber richtig super Charakter ist. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine neue Schiene. Das heißt, es ist halt auch ein Haufen Abwechslung geboten. Also vom eher mal ein bisschen spaßigen bis ins Dramaturgische und wie gesagt auch mit ganz vielen Einflüssen bis hin zu japanischer Fantasy und Mythologie ist da wirklich extrem viel geboten. Jede Menge Abwechslung und wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum du dann so Lust drauf hattest, das hier auch in Deutsch zu bringen. Da vielen Dank für die kurzen Einblicke. Ich denke, wer ein bisschen mehr wissen will, hat natürlich die Möglichkeit, das am Stand bei dir zu tun, da vielleicht das Gespräch noch ein bisschen zu vertiefen. Lass doch weitergehen mit den Reihen, der nächsten Reihe. Du hattest auch Vince Slane schon erwähnt. War das schon immer so ein geiler Hardcover? Ja. Also ich habe Slane mit 19 im Plattenladen entdeckt. Da gab es die alten Festausgaben für jeweils 1 Euro und ich war einfach angetan. Ich meine, er sah auf den Faith-Ausgaben aus wie ein Punk aus der Keltenzeit sozusagen, mit seinen Stachelhaaren, den karierten Hosen und hatte halt auch einfach diesen Touch an schwarzem englischen Humor, der mich gleich dann rumgerissen hat. Und ich muss halt auch sagen, die Zeichnungen von Glenn Fabry und Dermot Power sind halt Ausnahmequalität, also das war auch einer der ersten Comics, die ich in den Fingern hatte, wo nicht nur das Cover geil aussah und innen drin dann reduzierter Zeichenstil angewendet wurde, sondern da sah wirklich jede Seite aus, als ob man die für ein Cover verwenden könnte. Und das hat mich einfach erstmal vom Optischen hingerissen. Und als ich die Geschichten gelesen habe, war ich hin und weg. Und seitdem bin ich eigentlich erst jemand, der auf den Fantasy-Bereich aufmerksam geworden ist. Was heißt, im Anschluss daran habe ich mir erst langsam so die Sachen von Splitter geholt, die sie am Anfang rausgebracht haben oder mittlerweile auch noch rausbringen oder auch zum Beispiel Conan und sowas. Aber ich muss trotzdem sagen, es kommt nichts ans Slane dran, meiner Meinung nach. Hat eigentlich jemals ein anderer deutscher Verlag versucht, diese Serie zu veröffentlichen? Zigmal. Bastei hat in den 90ern, die haben direkt, als es in England rauskam, das hier auch veröffentlicht in 3 Softcover-Bänden. Die haben damals, glaube ich, schon 10.000 davon verkauft, deutschlandweit. Dann hat Feast Mitte der 90er die Serie nochmal aufgegriffen, hat nochmal den kompletten Beastie Run in 4 Bände aufgeteilt, auch Softcover. Und hat dann weitergemacht mit den längeren Geschichten, die im Anschluss an den Beastie-Band folgen, wo dann auch Glenn Fabry, Dermot Power und Craig Staples mit dabei waren. Die haben aber mittendrin abgebrochen in einer Geschichte, wo Slane bei König Arthus zu Gast ist, weil die Festausgaben, die haben erst praktisch eigentlich nach seinem offiziellen Tod beleuchtet, könnte man sagen. Das Slane, der gehörnte Gott, ist ja sozusagen das Ende des ersten Zyklus und da geht er halt auch den rituellen Opfertod ein. Wird dann aber nochmal zum Leben erweckt von der Erzgöttin, die ihn dann durch die Zeit schicken will, um seinen keltischen Nachfahren gegen Invasoren beizustehen. Was heißt, unter anderem in dem kommenden Band 7, der in 3 Wochen erscheint, unterstützt er zum Beispiel Boudica, die Hexenkönigin, 50 nach Christus, was eigentlich tausende Jahre nach seiner Zeit ist, im Kampf gegen die Römer. Und ich habe erst vor ein paar Wochen eine Dokumentation gesehen, gerade als ich den Band gelettert habe. Und es ist einfach historisch so gut recherchiert, dass wenn man sich Slane wegdenkt, dann könnte, oder gewisse Fantasy-Elemente wegdenkt, dann könnte man auch sagen, das ist historisch so gut. Geschichtskopf. Ja. Geschichte, Mythen und Fantasy sozusagen vereint zu einem wilden Mix. Und was ich halt auch an Slane liebe, sind immer die sehr schwarzhumorigen Anleihen. Ich vermute auch viel Action ist auch bei Slane. Natürlich, viel Action, Blut und auch krasse Darstellungen, die man in anderen
Fantasy-Comics vielleicht nicht unbedingt hat. Gerade wenn er seinen Verwindungskrampf eingeht, da ist er komplett entstellt, weil sich teilweise die Knochen enthebeln und das eine Auge rausspringt und sowas. Also das ist wirklich ein Ausnahmecomic. Und selbst dieser Verbindungskrampf, der so eine Art Berserkerrausch darstellt, ist geschichtlich fundiert. Also es gibt Überlieferungen, dass Chu-Chu-Lane und auch König Artus die Fähigkeit hatten, im Kampf solche Verbindungskrämpfe hervorzurufen, sozusagen. Ist das sehr bunt koloriert, fällt mir auf. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja. Das Teil ist vom Malerischen her auch bahnbrechend gewesen in den 90ern. Darum hat Bastides auch direkt nach der Veröffentlichung hier in Deutschland gebracht. Da Simon Beasley nicht wie üblich mit Bleistift vorgemalt hat, dann getuscht und dann koloriert, sondern er hat ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Teilweise mit ein bisschen Airbrush rein, hat dann richtige Gemälde auch gemacht, bis hin aber auch zu Bleistift-skizzenhaften Zeichnungen. Also es ist gefühlt 40 Mal wechselt er seinen Zeichenstil auf diesen 200 Seiten. Und bringt so aber auch immer das richtige Feeling zum Text mit. Also das ist eine geniale Kombination. Und das Ganze wird noch gewürzt durch meinen Übersetzer, der sich wirklich die Mühe macht, da auch alles an irgendwelchen möglichen Quellen auszugraben und Hintergründe zu beleuchten. Und natürlich auch alles, was man irgendwie an Zusatzmaterial in die Finger kriegen wird, mit reingearbeitet. Also die deutsche Ausgabe ist um einiges umfangreicher als die britische. Die haben nämlich schlechte Archivierungsarbeit geleistet. Und als Rebellion das Ganze so Anfang 2000 übernommen hat, hatten die sozusagen nur die Reste und haben versucht, da noch was draus zu machen, aber haben teilweise dann auch relativ schlecht relativ schlechte Vorlagen und sowas. Und da habe ich halt auch geguckt, dass ich da noch das Beste dann raushole. Und die meisten sind begeistert, die selbst das englische Original daheim haben, dass hier auch die Farben besser rauskommen und das Ganze einfach ein bisschen klarer und ein bisschen heller dargestellt ist, als die ganzen Nachdrucke, die von den Briten gemacht wurden. Der Vollständigkeit halber würde ich noch den Namen deines Übersetzers nennen, der Jens R. Nielsen. Jawohl. Genau, damit wir den auch genannt haben. Super, vielen Dank an den Einblick des Lane. Jetzt obliegt es dir. Welches der weiteren Reihen wollen wir uns denn jetzt widmen? Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten. Das heißt, entweder nochmal einen Schnelldurchgang oder vielleicht haben wir auch eine Frage aus dem Publikum. Mal schauen, was ja heute zahlreich hier erschienen ist. Danke. Also, dann würde ich gerade direkt zu den Sachen von Warren Ellis umschwenken. Das kann man ja in einer Sparte sozusagen gerne mit abhandeln. Als erstes habe ich mit Gravel begonnen, was aber eigentlich mehrere Miniserien und eine Ongoing-Serie waren. Ich habe das zusammengefasst in 7 Bände und habe aber das unter dem gleichen Titel laufen lassen. Was vielleicht nicht ganz so optimal war, da die Hauptgeschichte mit Band 4 beginnt und ab da auch in Farbe ist, aber die anderen Bände davor sind praktisch abgeschlossene Kurzgeschichten, die so eine Art Vorgeschichte bilden und nur in Schwarz-Weiß gehalten ist. Ja, es geht um einen Kampfmagier, der sich recht rabiat mit ziemlich vielen übernatürlichen Problemen rumschlagen muss und die dann natürlich auf seine bewährte Art und Weise löst. Okay. Das erste Mal, das habe ich gelesen, ist ein wunderschön. Aber auch ein bisschen klein, gell? Gerade beim ersten Band, durch die Anpassung, ist es ein bisschen kleiner als das Original, oder? Jawohl, 2 Zentimeter kleiner, aber es war einfach anders nicht machbar von den Kosten her. Da 2 Zentimeter mehr ungefähr gleich mal noch 2/3 mehr vom Druck her kosten würden. Okay, lass mich bezahlen. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Dani Books und so weiter oder auch viele andere Verlage diese Paperbacks nur mit 24 cm Höhe rausbringen und nicht wie die amerikanischen Originale. Crosscult zum Beispiel macht ja auch die ganzen Hellboy-Kompendium und so weiter. Die sind ja auch alle um 2 cm gestaucht, um Druckkosten zu sparen sozusagen. Sehr schön, vielen Dank. Was liegt da noch? Was da noch liegt, ist unser neues Projekt, was wir dieses Jahr an den Start bringen.
oder schon zur Hälfte eigentlich rausgebracht haben. Und zwar Warren Ellis auch hat sich überlegt, wie die Comicwelt aussehen könnte ohne Superhelden. Und wenn stattdessen eher Pulp-Geschichten aus den 20ern Einfluss auf die Comics genommen hätten. Und hat da ein paar fiktive Serienstarts hingelegt, die aber alle als One-Shots so lesbar sind. Der erste Band ist hier der 4 Singles. Da sind 4x22-seitige Comic-Stories drin. Und insgesamt haben wir noch über 20 Seiten Text mit dazu gepackt, weil Warren Ellis sich gerade zu den Geschichten und zu den Ideen, die er dazu hatte, noch kräftig auslässt. Und so ist es schon auch ein gelungenes Werk. Also da haben wir sehr viel Abwechslung mit dabei. Da ist zum Beispiel so ein Typ, der ist eher Doc Savage-mäßig, wohnt in seinem Turm in Manhattan und ja, bekämpft sozusagen aus Langeweile und Spaß. Dann so super Schurken, könnte man sagen. Und pfeift sich halt selber mit Drogen da ein bisschen einen Push rein, dass er dann auch fit genug ist, ja, um das alles durchziehen zu können. Ja. Das ist bekannt aus dem Gratis-Comic-Tag, vom Gratis-Comic-Tag auch, Science Spectre war es. Aber zum Beispiel gibt es auch einen Science-Fiction-Stadtrundgang, der halt recht abgefahren ist, aber eher für ein älteres Publikum, sage ich jetzt mal. Explizite Inhalte. Könnte man so sagen, ja. Oder auch, in Richtung Krimi gehen, könnte man schon sagen. Aber sehr humoristisch, da der Inspektor, der da beleuchtet wird, schon am Anfang zum Beispiel gleich direkt von seiner neuen Kollegin in der Mülltonne gefunden hat, weil er da die letzten 3 Tage verbracht hatte, um seinen abgeschlossenen Fall zu feiern. Und dann geht es halt aber auf zur neuen, oder zur nächsten Sache, ja. Also durchaus sehr abwechslungsreich. Wunderschön gesehen, auch faszinierend wirklich. Diese Reihe wird noch ergänzt durch 3 One-Shots, die jeweils 48 Seiten haben. Da haben wir zum einen Äthermechanik, was 1907 angesiedelt ist. Da kommen viele Steampunk-Anteile mit rein, aber auch Sherlock Holmes und so weiter. Es sind sehr viele Anleihen drin und man denkt am Anfang, oh, ja, es kommt einem viel bekannt vor, aber es sind doch einige Wendungen mit drin, die das Ganze am Schluss sehr überraschend dastehen lassen. Also es ist schon ein Ausnahmetitel in der Richtung, dafür haben wir auch auf den Splash-Pages, wurden wir mit dem Splash-Hit ausgezeichnet und auch sonst wird das Teil richtig gefeiert und ist in den letzten paar Monaten der Verkaufsrenner bei uns. Ja, Gruß an die Kollegen auch. Tolle Arbeit. Ja, und dann haben wir hier noch den Band Grillsi. Das ist der vorletzte davon. Ein weiterer, Frankensteins Schoß, kommt noch im Oktober. Und Grillsi, die reguläre Ausgabe, kommt im August. Aber wir haben den jetzt schon vorgezogen, da wir Raulo Caceres gestern und vorgestern da hatten. Der hat den Band gezeichnet und das ist jetzt eine limitierte und signierte Ausgabe mit einem limitierten Print dabei. Und da geht es um die Schlacht von Crecy, wo die Engländer und Franzosen aufeinander getroffen sind und die Engländer eigentlich deutlich in der Unterzahl waren und durch ihre Langbogenschützen da aber sozusagen die Schlacht entschieden haben. Aber es ist halt trotzdem in typischem Warren Ellis-Stil gehalten, also man sollte jetzt nicht unbedingt feine Sprache oder sowas erwarten, sondern es ist halt alles schon etwas derber und teilweise schon auch, nicht verfälscht, aber es ist eine eigene Interpretation von ihm, was mein Übersetzer auch wieder veranlasst hat, einen 2-seitigen Glossar dafür zu verfassen, wo dann noch so ein paar Kleinigkeiten mit dazu erwähnt werden oder auch zum Beispiel, dass die überlieferten Zahlen dieser Schlacht nirgends glaubwürdig festgehalten wurden, da sie entweder zu beschönigend waren oder zu übertrieben, die Opferzahlen, und somit kann man eigentlich keine Darstellung wirklich glauben. Aha. Also nur als nette Nebeninformation für den interessierten Leser sozusagen.
aber auch Einblicke einfach ins Bogenschießen, in verschiedene Pfeilspitzen zum Beispiel, die dann Rüstungen durchschlagen können und sowas werden aufgegriffen. Und das macht die Sache halt schon vor allem für historisch, wie gesagt, Interessierte sehr interessant. Vielen Dank. Ich würde das Publikum bitten, falls Fragen sein sollten, diese direkt beim Josch am Stand zu stellen, denn der ist ja quasi um die Ecke. Und hier steht schon, die nächsten Leute sind am Start, die ja gerne auf die Bühne wollen. Josch, ich danke dir vielmals für deine Zeit und wünsche noch weiterhin viel, viel Erfolg. Danke dir, ciao. Ich danke dir auch, Andreas. Ciao. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zum Interview mit dem lieben Michael Peinkoffer. Es ist mir eine wahre Freude, dich hier heute persönlich mal in München beim Comic Festival begrüßen zu dürfen. Guten Tag. Ich freue mich auch, hallo. Hi. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über ein Werk, an dem du sehr intensiv beteiligt bist, weil es da auch eine ganze Menge zu erzählen gibt, weil es nicht nur Comics gibt, sondern viele, viele weitere Sachen, die die Welt, die du da erschaffen hast, beinhalten. Und es ist mir eine wahre Freude, dass wir heute geschafft haben. Ursprünglich sollte ja eigentlich noch der Zeichner dazu stoßen, der Peter Snaeberg. Ja. Genau. Hat leider nicht geklappt, dass er heute hier sein kann, aber ich bin mir sicher, dass wir trotzdem eine flauschige Runde machen können. Ich werde mein Bestes geben, ihn zu vertreten. Ich habe dich gegoogelt und die Wikipedia-Seite gelesen. Mhm. Und deswegen muss ich, also der Vollständigkeit halber, der Chronistenpflicht wegen, möchte ich erwähnen, dass du 1969 geboren bist, bist Autor und Filmjournalist und hast circa, stand da, 180 Romane geschrieben. Bist also ein angesehener Autor, wenn man dich ein bisschen wirklich intensiver googelt. Das vielleicht auch für die Comicfans da draußen, die sich mit den Literaturwerken vielleicht nicht so auskennen sollten. Also wahnsinnig viel gemacht. Es gibt ganz viele tolle Sachen von dir. Vieles davon erscheint beim Piper Verlag. Und ich bin gespannt, was wir heute noch alles so von dir erfahren können. Vielleicht magst du dich mal mit deinen Worten kurz vorstellen. Ich habe bestimmt noch ganz viele wichtige Sachen vergessen. Nee, eigentlich hattest du schon alles gesagt. Also Baujahr hat gestimmt und ansonsten ja, mache ich das Ganze schon ziemlich lang. Bin schon ziemlich, eine ganze Weile als Autor unterwegs. Das sind so 25 Jahre etwa übernommen. Und habe da in der Zeit eigentlich schon so ziemlich alles gemacht. Science Fiction gemacht, Fantasy, Krimi ganz viel auch. Kinderbücher, Jugendbücher. Also mir macht es total Spaß, mich in verschiedenen Sachen auszuprobieren und auch immer wieder eine neue Herausforderung anzunehmen. So war es bei dem Comic auch, weil davor hatte ich mit Comics eigentlich noch gar nichts gemacht. Ich lese gerne Comics, war noch nie an der Produktion eines Comics beteiligt. Deswegen war es eine tolle Sache, als der Andreas Mergenthaler von CrossCult kam und ihm gesagt hat, lass uns doch einen Comic machen. Genau darum soll es ja auch gehen. Der Veranstalter hat ins Programm geschrieben, wir wollen uns heute mit dem Making-of der Comics für die Orksaga Geschichten, darüber wollen wir uns unterhalten, selbstverständlich. Und was mir aber auch aufgefallen ist, weil du gerade so ein paar Werke und Genres aufgezählt hattest, habe ich das richtig gelesen, dass da auch irgendwie so ein Star Trek-Lexikon dabei gewesen ist? Ja, also das wäre der Vollständigkeit halber, habe ich das in meine Bibliografie aufgenommen. Ich habe mein erstes Werk, das ich unter meinem Namen veröffentlicht habe, war tatsächlich ein Star Trek-Lexikon. Also es war so ein Episodenführer zu den diversen Star Trek TV-Serien. Habe ich aber nicht alleine gemacht, sondern da war der Kollege Uwe Raum-Deinzer auch mit dabei. Mhm. Seine Vollständigkeit halt halber erwähnt. Wir beide haben zusammen damals dieses große Star Trek-Lexikon gemacht. Ja. Cool, sehr gut. Also wirst du auch ein bisschen tracky so vielleicht? Ja, ein bisschen tracky. Ich mag auch Star Wars gerne. Also ich konnte die Leute nicht verstehen, ja, die selber verlangt haben, dass man sich für eine Seite entscheiden muss. Also ich mag beides gerne. Du hast gerade eine Sache erwähnt, nämlich die Frage der Künstlernamen, also beziehungsweise der Pseudonyme auch, unter denen du auftrittst. Mhm. Da gibt es verschiedene. Und gerade jetzt hier bei dem Comicwerk ist es so, dass du ja unter deinem Echtnamen auftrittst. Ja. Warum kein Pseudonym, wie das beispielsweise auch Herr Marvill zum Beispiel tut? Also bei mir war es mit dem Pseudonym so, dass ich halt schon zu Studienzeiten angefangen habe, Romane zu schreiben, so Romanhefte zu schreiben, mir damit auch das Studium finanziert habe. Und da war es halt einfach gang und gäbe, dass wenn du Wildwestromane schreibst, dass du einen knackigen amerikanischen Namen brauchst. Ja. Oder ich habe Jerry Cotton auch lange Zeit gemacht, also Krimi-Serie, was ein Sammelpseudonym ist. Also da war ich dann Jerry Cotton. Und von daher waren die Pseudonyme, die ich gewählt habe, eigentlich immer die Lage in der Sache begründet. In der Fantasy gab es ja keinen Grund, irgendwie den Klarnamen zu verschleiern. Und deswegen mache ich die unter meinem Namen. Verkauft sich das dann wirklich besser, wenn man so ein bisschen, sag ich mal, einen stilistisch passenden Namen hat? Ist das so? Ich weiß gar nicht. Oder einfach, glaub, ist einfach üblich? So, ja, das ist einfach üblich. Ich glaube, das wird auch nicht mehr hinterfragt. Okay. Aber wenn du halt einen Wildwest-Roman liest, dann ist es wahrscheinlich irgendwie seltsam, wenn dann ein deutsch klingender Name draufsteht. Also, ja, ich glaube, das sind so Konventionen, die man da einfach geht. Ob sich das dann wirklich in klingender Münze niederschlägt, ich weiß es nicht.
Und dann natürlich ein großes Werk oder eine große Reihe, eben diese Ork-Saga. Da muss auf jeden Fall Licht ins Dunkel bringen, damit wir eben auch mal so eine Vorstellung haben, wie das Konzept ist, wie das aufgebaut ist. Es gibt wohl auch verschiedene Völker. Vielleicht kannst du da mal ein bisschen uns heranführen. Was ist die Ork-Saga? In was für ein Universum ist das angesiedelt? Also die Welt, in der das alles spielt, heißt Erdwelt. Es ist ein Fantasy-Kosmos, der sehr, 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 sehr konzentriert das wiedergibt, was man auch aus anderen High-Fantasy-Kosmen kennt. Angefangen hat eigentlich alles mit dem Buch Die Rückkehr der Orks. Und als ich das geschrieben habe, habe ich mir zwar so ein paar Hintertürchen offen gelassen, aber ich hätte nie gedacht, dass es 11 Bände Erdwelt werden könnten. Also das hat sich alles erst später entwickelt, aber ich habe mir ganz viele Hintertürchen für weitere Geschichten offen gelassen. Und dieser erste Band, Die Rückkehr der Orks, handelt von zwei Brüdern, Balbok und Rama. Das sind zwei sehr ungleiche Brüder. Und ich habe mich bei denen so ein bisschen von Laurel und Hardy inspirieren lassen. Also die beiden sind sehr, also Balbok ist eher groß und eher schlichten Gemüts. Rama ist etwas untersetzt und meint zumindest der intelligentere von beiden zu sein. Also so was die Chemie zwischen den beiden betrifft, habe ich mich so ein bisschen von Lauren und Hardy inspirieren lassen, die ich beide wirklich sehr, sehr gern mag. Aber es war gar kein so bewusster Prozess, sondern es hat sich so mit der Zeit einfach eingeschlichen. Also diese Figuren waren auf einmal da und wie ich die Physis hatte, dann kam der Charakter einfach so mit. Das hat sich so entwickelt. Und es ist schon augenzwinkernde Fantasy, aber es ist trotzdem also ernsthafte Fantasy. Also es ist jetzt nicht, dass alles durch den Kakao gezogen wird. Das ist keine Parodie, aber es gibt eben zwei Figuren, durch deren Augen diese ganze Fantasy-Welt etwas gebrochen wird. Über alle 11 Bände hinweg? Also es gibt diese mittlerweile 5 Orks-Bände, wobei es eigentlich mit einer Orks-Trilogie begonnen hat. Dann gab es ein Prequel dazu, das circa 1000 Jahre vorher spielt und die Vorgeschichte erzählt. Die heißt Die Zauberer. Und später kam dann ein 4. Orks-Band dazu, der den Übergang bildet zu einer weiteren Trilogie, die sich Die Könige nennt. Die spielt 500 Jahre später. Unsere beiden Helden sind trotzdem dabei. Da habe ich mir so einen Twist einfallen lassen, warum die trotzdem dabei sind, auch wenn Orks werden ja eigentlich nicht so sehr alt. Die sterben in der Schlacht. Ja, die werden meistens vorher erschlagen, genau. Und dann gibt es noch einen 5. Orks-Band, also das ist der 11. Erdweltband, der macht die Schleife drum und schließt das Ganze ab. Kurz noch die Frage eingeschoben, weil du gerade Laurel Hardy noch erwähnt hattest. Hast du den Stan und Ollie-Film gesehen, der jetzt die Tage im Kino Leider noch nicht, möchte ich mir aber auf jeden Fall noch angucken. Okay, alles klar. Also kriegt ja sehr gute Bewertung. Würde mich mal interessieren, weil du offensichtlich Fan bist, wie er dir gefallen hat. Ja, also ich bin auch wirklich gespannt, weil die Schauspieler wirklich sehr gut ausgewählt sind. Und es beleuchtet ja auch eigentlich die späte Phase dann ihres Daseins als Komiker. Finde ich auch spannend, dass man sich auf die Zeit konzentriert hat. Und ja, werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Und um das auch vielleicht nochmal in ein paar Jahreszahlen zu gießen, das Buch, auf dem alles basiert, ist wohl 2006 erschienen, der quasi erste Teil der Reihe. Genau, der allererste Teil, der von den Erdweltbänden überhaupt erschienen ist, war Die Rückkehr der Orks. Und genau diesen Band haben wir eben auch jetzt mal adaptiert als Comics. Also er wird in insgesamt 4 Comicbänden adaptiert, von denen bislang 2 erschienen sind. Wir steigen auf jeden Fall gleich auch die Details ein, wie es dazu gekommen ist, welche auf, sag ich mal, technischen und methodischen Vorgehensweisen man da so haben kann und muss auch. Genau, wir haben also eben jetzt hier dann 2006 die Buchveröffentlichung gehabt und 2016 ging es dann los mit dem ersten Band der Reihe. Der liegt hier gerade vor mir auch. Hat mir der Crosscut Verlag freundlicherweise geliehen für die heutige Besprechung, damit wir dann parallel mal ein bisschen blättern können. Und auch der zweite Band ist ja sehr zeitnah erschienen, der kam dann auch 2016. Ja. Der dritte Band hat im zweiten, ist der angekündigt gewesen, für 2017. Und der liegt mir hier aber noch nicht vor. Der ist inzwischen fertig gezeichnet und wird momentan koloriert. Und dann denke ich mal, dass er dann auch bald mal erscheinen wird. Okay, alles klar. Prima, dann fangen wir mal vorne an. Das Ganze ist ja nun, wie du selbst sagst, basiert auf einem Roman, auf deiner Romanreihe, die jetzt hier als Comic umgesetzt werden. Ich habe auch gelesen, es gibt beispielsweise auch Hörbücher zu dieser zu der Reihe. Hat Johannes Steck gelesen, der auch die Zwerge zum Beispiel von Markus Heitz gemacht hat. Und der hat das ganz toll gemacht, auch mit den mit den Orks, wie er sich so in die Stimmen reingeht. Okay. Und habe ich dann ein paar Mal dann gefragt, wenn es ums Orkische geht, weil ich habe so eine orkische Sprache entworfen. Und wenn es um die Aussprache des Orkischen geht, da hat er manchmal nachgefragt. Okay. Wie man es ausspricht. Genau. Du musst es auf jeden Fall ja irgendwie umschreiben, schätze ich. Ne? Wie sieht es aus? Jetzt noch gar nicht zum Comic, sondern zum Hörspiel. Musst du dann da ein Skript für entwerfen oder arbeitest du da nur dran mit oder kriegst du fertige Ideen, Skripte vorgelegt oder wie läuft das? Also in dem Fall war es ja so, das ist eine Hörbuch-Adaption, also ein Sprecher, der liest, allerdings mit vertauschten Rollen. Da wird in der Regel eigentlich nur das Manuskript eingekürzt. Da kriege ich dann die gekürzte Version, gucke mir die an und gebe die dann halt frei. Oder wenn ich den Eindruck habe, dass irgendwas ganz Wichtiges fehlt, dann würde ich nochmal Rücksprache geben. Aber das war eigentlich bei den Orks alles sehr, sehr gut gemacht. Okay, cool. Wo erscheint das?
Bei Hörbuch Hamburg damals. Mhm. Mittlerweile sind die alle zum Download erhältlich. Okay, sehr gut. Gucken, vielleicht packen wir Affiliate-Links in die Shownotes. Reusbach, mal schauen. Könnt ihr also euch das gerne mal angucken. Ihr kriegt wie immer auch alle relevanten Links zu dir und deinen Seiten, deinen Arbeiten, deine, wenn es Social-Media-Accounts gibt, werden alle quasi erreichbar sein und man findet dich auf jeden Fall sofort. Das kann ich an der Stelle schon mal erwähnen. Man kann dich gar nicht verfehlen. Sehr gut, sehr gut. Ja, und dann gab es irgendwann den Moment, wo sich offensichtlich die Kollegen von CrossCult gedacht haben, das würde auch echt gut als Comic funktionieren. Die sind auf dich zugekommen, ja? Die sind auf mich zugekommen. Andreas Mergenthaler von CrossCult hatte die Orks Hörbücher im Urlaub dabei und hat die mit seinen Jungs gehört und da waren die wohl ganz begeistert und haben sich gedacht, da könnte man echt einen Comic draus machen. Und dann hat er sich bei mir gemeldet und hat da eigentlich ja, offene Türen eingerannt. Weil ich hatte es ja eingangs schon erwähnt, dass ich auch wirklich gerne Comics lese und ein Comics-Fan bin, aber noch nie so direkt damit zu tun hatte, abgesehen vom ganz kleinen Comic-Manuskript, das ich mal gemacht hatte, vor sehr, sehr langer Zeit. Aber das war natürlich dann schön, in diesen kreativen Entstehungsprozess eingebunden zu sein. Und die sind dann schon mit konkreten Ideen und vielleicht Vorschlägen für Künstler auf dich zugekommen? Ja, also Andreas hat eigentlich ganz, ganz früh den Peter schon im Hinterkopf, der auch für DC schon gearbeitet hat und der wirklich eine ganz große Nummer ist. Und er hat einen Kontakt mal geknüpft. Und das hat sich ganz früh eigentlich schon abgezeichnet, dass wir uns wirklich gut verstehen. Also dass wir eine sehr, sehr ähnliche Vorstellung von dem hatten, wie dieser Comic aussehen müsste. Und das hat sich dann auch so fortgesetzt. Also es war dann immer ganz spannend, wenn dann die ersten Skizzen kamen. War immer ganz toll, wenn eine neue E-Mail von Peter da war, wie sich dann die Figuren so entwickelt haben. Er hat auch, nachdem ich ihm erzählt hatte, dass Balrog und Rama so ein bisschen Laurel und Hardy inspiriert sind, hat er sich dann auch optisch von Laurel und Hardy so ein bisschen inspirieren lassen. Also Rama hat dann auch so ein Amulett bekommen, mit dem er dann ab und zu mal so ganz verlegen spielen kann, wie Oliver Hardy das ab und zu mit seiner Krawatte macht. Oder bei Balrog, dem hat er diesen Haarschippel gegeben, den Stan Laurel aufträgt. Also das war schon eine ganz tolle Symbiose, was da alles zusammengekommen ist. So Zusammenarbeit im Detail werden wir dann auf jeden Fall gleich nochmal zu sprechen kommen, wie das dann so abläuft. Habt ihr euch, bevor der Release des ersten Bandes war, persönlich schon mal getroffen gehabt oder lief das alles online? Es lief zunächst alles online, wir haben dann telefoniert und haben uns dann zum Release kennengelernt. Okay, zur Release-Party quasi war das? Gewissermaßen. Wir haben eine kleine Promotour gemacht und damals zur Leipziger Buchmesse und da haben wir uns kennengelernt. Also persönlich. Und scheint ja funktioniert zu haben, weil eine gewisse Chemie da schon noch da sein sollte. Ja, das war wirklich super. Also es hat sich tatsächlich das fortgesetzt, was man bei den E-Mails und bei den Telefonaten an Eindruck schon gewonnen hatte. So ein Comic, das seid ja nicht nur ihr beide gewesen. Vorne auf dem Cover stehen noch zwei weitere Namen drauf, die ich auch auf jeden Fall erwähnen möchte. Das ist nämlich einmal der Jan Bratenstein und ein Lars, und das spreche ich vielleicht nicht korrekt aus, Björstrup oder so? Genau, es ist der Kolorierer. Das ist ein Kollege von Peter, den er mit ins Projekt gebracht hat, der den Band koloriert hat. Mittlerweile koloriert Peter die Bände selber. Mhm. Und Jan Bratenstein hat die textliche Bearbeitung gemacht. Weil, wie ich schon erwähnt hatte, ich hatte mit Comics noch nicht so viel zu tun. Und ich hatte schon ein bisschen Respekt vor der Aufgabe, so einen 700-Seiten-Roman jetzt auf vier Alben einzudampfen. Und da hatte Andreas eben vorgeschlagen, dass wir uns einfach jemanden mit dazu nehmen, der ein bisschen Erfahrung hat. Und Jan hat das großartig gemacht, weil er alles, was mir wirklich wichtig war, eigentlich wirklich in das Comic-Manuskript übertragen hat. Da war ich wirklich hundertprozentig zufrieden auch damit. Also wir haben ein bisschen Rücksprache gehalten und ich habe dann die eingekürzten Manuskripte auch bekommen. Und das war wirklich toll, weil die Dinge, die mir wirklich wichtig waren, die waren auch alle tatsächlich im Comic-Manuskript enthalten. Okay, das heißt eingekürzte Fassung, 700 Seiten, das dividieren wir jetzt grob durch vier. Dann haben wir eine Vorstellung, was dann da allein schon an Text wahrscheinlich da war. Davon haben wir natürlich nur einen Bruchteil selbst im Comic. Der pro Band, was hatte der? Paar 60 Seiten wahrscheinlich, ne? Wenn das sein, was haben wir hier? 48 Seiten hat der erste Band, der zweite ist ähnlich dick. Das ist doch bestimmt ein Riesenproblem, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass du als Autor jede einzelne Zeile liebst und das vielleicht auch ein Problem ist, die dann so wegzukürzen. Nee, eigentlich nicht. Also man muss halt verstehen, es ist ein anderes Genre, es ist ein anderes Medium. Es wird anders erzählt. Und wenn ich halt im Buch erstmal eine Seite lang erzähle, wie dieses Tal aussieht und wie die Burg aussieht, die da steht und wo der Wasserfall runterkommt, dann kann Peter das natürlich in einem einzigen Panel klar machen, was alles in der Szene zu sehen ist. Und deswegen spart man natürlich allein da schon ganz, ganz viel Text. Und wir haben uns da mehr auf die Dialoge eben beschränkt, auch versucht, den Witz rüberzubringen. Also es gibt ja auch so witzige Wortwechsel. Wir haben versucht, die mit rüberzunehmen ins Comic. Und das waren eigentlich die Dinge, die mir eher wichtig waren. Den Wortwitz zu retten und die Beschreibungen, das Epische, das eher in die Bilder zu transportieren. Okay.
Du hast gemeint, das ist das erste Mal gemacht, da war ja bestimmt auch sicher ein gewisser Lernprozess dabei, sage ich mal. Also dieses Umtransformieren zwischen verschiedenen Medien letztlich. Wir hatten ja gerade auch das Hörspiel auch angesprochen, das Hörbuch angesprochen. Musstest du das quasi erst lernen oder lief das von Anfang an recht gut, das Ganze dann eben auch zu transportieren als Comic? Es lief eigentlich also erstaunlich reibungslos eigentlich. Mhm. Also ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass meine Helden da gut aufgehoben sind, ja, dass der Stoff da gut aufgehoben ist. Und alle, die an dem Projekt beteiligt waren, hatten auch so eine Liebe dazu entwickelt, sodass ich da eigentlich nie irgendwie Sorge hatte, dass es jetzt irgendwie schief gehen könnte. Deswegen war es auch dann ganz toll, das fertige Album in den Händen zu halten und sagen, ja, eigentlich, so habe ich mir die Knaben eigentlich immer vorgestellt. Cool. Wenn Comics aktuell auf den Markt kommen, hat man ganz häufig das Gefühl, die sind bereits so angelegt, dass die irgendwann als Serie oder Film auch erscheinen sollen. Ja. Ist das was, was du dir vorstellen kannst, was bei der Orksaga auch funktionieren könnte? Ja, also wir hatten auch schon Anfragen wegen der Orks. Fantasy ist halt sehr, sehr teuer, wenn man sie verfilmen will. Mhm. Wenn man sie gut verfilmen will, dann kostet das halt viel Geld. Ich meine, die Leute sagen immer, ja, heute kann man alles mit CGI machen. Ja, eben nicht. Ja. Aber das kostet halt. Auch das kostet, ja, eben. Also wenn es gut aussehen soll, kostet auch CGI einen Haufen Geld. Und bei den Orks wird ja nicht gespart, weil ich dachte mir immer, ich kann mir ja alles ausdenken, ich muss ja niemanden um Erlaubnis fragen, keinen Produzenten. Also habe ich da natürlich ordentlich auf die Kacke gehauen und da gibt es alles Mögliche. Da gibt es riesige Wikinger-Schiffe, die auf Eis dahin gleiten. Es gibt eine Festung im Eis, es gibt Dschungel, es gibt eine versunkene Stadt im Dschungel, es gibt untote Drachen oder vieles mehr. Also alles, was in der realen Umsetzung, bei einer Realverfilmung halt wirklich sehr viel Geld kosten würde. Und deswegen sind wir da leider bei der Verfilmung bis jetzt immer noch in der Theorie verhaftet geblieben. Ja. Das sind die Freiheiten des Mediums Comic, dass man es einfach wirklich krachen lassen kann, wie du schon sagst. Das ist ganz auf jeden Fall die Vorteile. Andererseits haben wir jetzt auf Amazon bald die Herr-der-Ringe-Serie, die da irgendwie kommen soll, mit einem Millionenbudget. Game of Thrones ist eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten, die jetzt auch einen riesen Buzz gehabt hat. Also tendenziell stehen die Sterne ja ganz gut für das Fantasy-Genre. Eigentlich ja, sollte man meinen. Also ja, vielleicht kommt ja auch noch was. Da bleiben wir einfach mal abwarten, gespannt, glaube ich. Sehr gut. Okay, und ist ja ein Making-of-Gespräch, ja, wie es dann zur Umarbeitung, Umsetzung kam. Okay, du hattest dann das quasi reduzierte Skript und das Buch natürlich als grundsätzliche Vorlage. Als du dann mit dem Peter zusammengearbeitet hast, wie viele Freiheiten hatte der dann letztlich noch, zum Beispiel bei den Designs der einzelnen Figuren? War da noch Freiheit da oder waren die doch letztlich schon sehr im Detail beschrieben im Buch? Also Peter kann, also beherrscht passiv Deutsch, also er kann deutsche Texte lesen. Okay. Also die Kommunikation tatsächlich fand da auf Englisch statt, aber das war natürlich hilfreich, dass er das Original lesen konnte. Er hat sich dann auch die Beschreibung im Buch angeguckt und hat auch da wirklich geguckt, dass es da auch nicht so große Widersprüche gibt. Hat sich von da inspirieren lassen. Ich habe ihm aber auch von Anfang an gesagt, er soll sich jetzt nicht sklavisch dran halten, weil es eine wirklich ganz, ganz tolle Idee hat, wo er dann das Gefühl hat, es gibt auch eine Stelle im zweiten Band, glaube ich, da haben einfach das Monster gewechselt. Mhm. Wir haben einfach die Kreatur ausgetauscht, weil die einfach visuell mehr hergegeben hat. Und so viel Freiheit muss man den Zeichnern auch geben, finde ich. Also es ist ja dann letztlich dann doch ein Gemeinschaftswerk und es ging mir auch darum, jetzt nicht stur 1:1 zu adaptieren, was ich geschrieben hatte, sondern mir war ganz wichtig, dass es halt im Comic auch funktioniert. Und es ist ein anderes Medium und deswegen leuchtet mir es dann auch total ein, dass man sagt, wir müssen das ein oder andere verändern. Also da sind wir, glaube ich, einfach aufeinander zugegangen und haben uns da in der Mitte auf einen wirklich guten Weg getroffen. Also gehst du recht davon aus, dass ihr so quasi einen Feedback-Zirkel hattet, wo ihr dann regelmäßig einfach euch über Sachen ausgetauscht habt? Genau, ich habe die Skizzen bekommen, ich habe die Skizzen kommentiert, ich habe die Reinzeichnungen bekommen, habe die Reinzeichnungen kommentiert, die kolorierte Version bekommen, habe die kommentiert, also das ging eigentlich immer hin und her. Gibt es inhaltliche Sachen, also nicht nur jetzt rein Story, sondern eben auch zum Beispiel Charakterdarstellung oder vielleicht wirklich gravierende Punkte, die man auf Peter zurückführen kann, wo man sagen kann, das hat er geschaffen, dass der Helm oder die Figur so und so definitiv so aussieht, das war seine Idee? Also ich habe bei den Orks tatsächlich, also diese Helme, die er ihnen, lustig, dass du gerade die Helme ansprichst, die hat er tatsächlich, also das war so eine Idee von ihm, das so eine ganz spezielle Helme zu geben, die eigentlich mehr wie Mützen aussehen und die aber eben ganz viel Minenspiel zulassen. Mhm. Das war ihm wichtig und überhaupt auch, wenn die Orks reagieren, also in manchen Situationen, da geht er auch schon ein ganz kleines bisschen eigentlich so von diesem sehr actionlastigen Strich, den er hat, weg und dann kriegt es schon so was, ja, ein bisschen was Funny-mäßiges. Also ein bisschen so wie bei Karl Barks zum Beispiel, wenn man früher bei Donald Duck, der in einer Szene auf einmal Zähne haben konnte, wenn es gepasst hat. Also was eigentlich dann überhaupt nicht zu der Figur gepasst hat, aber eben die Stimmung in dem Moment einfach wiedergibt. Und sowas nimmt sich Peter eben auch manchmal raus und das tut den Orks auch gut. Also da durchbricht er manchmal auch ein bisschen so die Konvention und dann werden die, wie Manga auch, wo das auch mal sein kann, dass die Figuren einfach mal von einem Panel zum anderen total der Lächerlichkeit preisgegeben werden und dann geht es wieder im ganz normalen Erzählfluss weiter.
Das hat er auch manchmal gemacht und das tut den Figuren gut, aber das ist zu 100% Peter. Cool. Ja, auch in Anbetracht der Vorlage mit Stan und Olli letztlich natürlich ja auch ja. ganz gut gesetzt. Ganz genau. Der Peter ist ja vorgeschlagen worden vom Andreas. Mhm. Gab es da so eine Art Bewerbungsphase? Hattet ihr erstmal so ein paar Ideen geschickt, die du quasi abdecken musstest? Ja, könnte ich mir so vorstellen. Oder gab es noch andere Namen, die im Raum standen? Müsstest du jetzt nicht nennen, aber... Also Andreas hatte wohl zu Beginn mehrere Zeichner im Kopf, bei denen er sich vorstellen konnte. Letztlich ist er aber dann, glaube ich, bei Peter geblieben, weil Peter auch sofort auf diese Idee mit den Orks angesprungen ist. Also die Idee hat ihm gefallen, auch das Ganze so ein bisschen Augenzwinkern zu machen, hat ihm gefallen. Und ja, da kam einfach ganz viel zusammen, was zusammengepasst hat. Okay, cool. Prima. Und dann gab es die Skripte. Sind die Skripte, sind sie so in Stückwerken? Also ist das Skript pro Band selbst nochmal in sagen wir, Unterabschnitten oder in kürzeren Mini-Versionen ausgetauscht worden und dann immer so Step-by-Step der Comic entstanden? Oder war das schon so, dass er das komplett fertige Skript für den ersten Band bekam und dann einfach mal loslegen konnte? Wie lief das ab? Also Jan hat zunächst den ganzen Roman wirklich in 4 Teile geteilt, an auch dramaturgisch sinnvollen Stellen. Und hat dann nacheinander die Skripte gemacht für alle 4 Bände, die liegen auch alle vor. Und dann letztlich auch die Skripte für die einzelnen Bände auch gleich auf die einzelnen Seiten dann eingeteilt, auf die einzelnen Seiten umgeschrieben. Und es blieb ab Peter überlassen, wie er die Einteilung macht. Aber die Panels große so. Bilder, kleine Bilder, wie er die Panels aufteilt, das war eigentlich ganz und gar ihm überlassen. Das war eine rein künstlerische Entscheidung dann. Okay, da hat er dann sehr freie Hand gehabt, wie das quasi auch dann optisch dargestellt ist. Genau. Gab es mal was, wo du gesagt hast, hier, das machen wir anders? Die Panelaufteilung oder den Handlungsverlauf, den hätte ich gern anders. Das wäre cooler, wenn das lieber so läuft. Ein bisschen geraffter oder ein bisschen gestreckter? Nee, es gibt eine Figur von Waldläufer, die später dazukommt. Da muss man so ein bisschen über die Figur so ein bisschen austauschen, weil die dann später, das konnte Peter aber zu dem Zeitpunkt nicht wissen, weil er den zweiten Band nicht gelesen hatte, und die dann später eine Entwicklung durchmacht, die da aber zu Beginn noch nicht absehbar ist. Aber ich war der Ansicht, dass man das schon optisch anlegen sollte. Und da musste ich ihn manchmal einfach mit Informationen versorgen, die er einfach nicht haben konnte. Hast du gespoilert? Ja, genau. Ich habe ein bisschen gespoilert, genau. Sehr gut. Ja, auch vielleicht nur zum Technischen. Also wir haben jetzt schon erfahren, dass ihr euch auf Englisch austauscht und dass ihr das via Mail macht. Ich kenne andere internationale Zusammenarbeiten, die dann viel skypen zum Beispiel auch, weil das einfach so ein direkter Austausch ist und man sich mal Sachen in die Kamera halten kann und so. Spielt das für euch auch eine Rolle? Gab es das auch? Habt ihr da so richtig so Meetings gemacht? Wie sieht das aus? Also wir haben auch geskypt miteinander, aber eigentlich das meiste lief tatsächlich über E-Mail. Okay. Weil man das ganz, ganz gut eigentlich so machen konnte. Also ich konnte mir die Bilder in Ruhe angucken, ich musste auch nicht spontan darauf reagieren, ich konnte mir alles in Ruhe überlegen. Und ich bin auch so ein Typ, der lieber mal eine Nacht überschläft, bevor er was kommentiert, als sofort so spontan einen Kommentar auszuhauen. Also das war, glaube ich, für uns beide auch der richtige Arbeitsflow, den wir da hatten. Das hat gut gepasst. Du sagst, die Skripte liegen jetzt vor, alle 4. Die ersten beiden habe ich, wie gesagt, hier gerade umgesetzt, schon als Comic vor mir liegen. Der dritte ist fertig und wohl bald auf dem Weg. Ja, woran liegt das? Das ist so lang dauert. Wir haben den ersten, der kommt, glaube ich, aus 2016. Der zweite kam dann auch noch. Ja, weil die sind tatsächlich am Stück entstanden. Beide, deswegen konnte man die natürlich relativ schnell dann auf den Markt bringen. Mittlerweile ist es so, dass Peter die Bände auch in seinen Arbeitsfluss irgendwie integrieren muss. Und deswegen dauert es mittlerweile auch länger. Okay, er hat noch andere Sachen zu tun. Ja, ein bisschen was anderes macht er auch noch. Ich habe ihm zwar natürlich untersagt, irgendwas anderes zu machen außer den Orks, aber passiert. Ja, er hält sich einfach nicht dran. Sehr schön. Ganz wichtig für mich ist immer die Frage des Formats. Wir haben hier wunderschöne Alben vor uns liegen, denn wer die Alben von Crosscut kennt, der weiß, dass die hochwertig produziert sind. Die haben einen Einband, einfach sehr stabil, sehr hochwertig. War das ein Wunsch, den du getätigt hast? Ich hätte das hier gerne auf jeden Fall als Album in der Form vorliegen. Hättest du dir auch andere Formate vorstellen können, meinetwegen ein bisschen kleinere Sachen oder ein bisschen was in einem Softcover? Wie war das? Also ich war da prinzipiell eigentlich ganz offen. Das war eine reine Verlagsentscheidung von Andreas und von Crosscut. Die sind auch tatsächlich so konzipiert, dass man sie auch auf andere Formate ummontieren kann. Also wenn die ins Ausland lizenziert werden, also es gibt, die Amerikaner haben unter anderem so ein bisschen Interesse gezeigt, also dass man diese Formate dann auch ganz gut auf das etwas kleinere amerikanische Format dann überlegen kann. Okay, also gibt es da Änderungen. Weil du jetzt gerade auch den internationalen Markt ansprichst, die Reihe erscheint unter anderem auch in Dänemark und Polen, wo sie auch vorab, da ist der dritte Band da sogar zu bekommen. Wie ist das gelaufen? Wie sieht das aus? Da bin ich ehrlich gesagt... wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Da müsste Andreas direkt fragen, wie es gelaufen ist. Aber tatsächlich von Crosscut dann ins Ausland. Von Crosscut ins Ausland, genau. Die Auslandsrechte vermarkten für die Comics. Aber die Orks sind tatsächlich als Roman auch schon in Polen ziemlich erfolgreich gewesen. Also vielleicht hat es auch damit zu tun. Okay.
Und dann vielleicht noch, weil es sich immer zur Formatfrage auch anschließt, ich finde es immer ganz spannend, was die jeweiligen Künstler auch zur Frage digitale Comics zu sagen haben. Auch wenn es sicherlich ein kleiner Markt ist, würde mich schon interessieren, du als Künstler, wie ist da deine Meinung? Könntest du dir dein Werk auch digital vorstellen? Gibt es ja zum Runterladen bei CrossCult? Also gefällt dir das quasi? Und dann vielleicht auch dieselbe Frage nochmal an dich als Leser. Also als Künstler prinzipiell ja, klar, also gilt für die E-Books ja ganz genauso, also jeder soll wirklich die Möglichkeit bekommen, es so zu konsumieren, wie es ihm am besten gefällt. Und gerade wenn man im Urlaub unterwegs ist, ist natürlich gerade mit den Alben, sind die da ein bisschen sperrig zu mitnehmen, also das ist dann natürlich mit der E-Version schon ein bisschen einfacher. Jetzt als Leser ganz persönlich, ich mag einfach Papier wahnsinnig gerne. Ich habe auch einen E-Book-Reader und im Urlaub habe ich dann auch öfter die Sachen eben digital dabei, aber eigentlich ist es mir lieber mit Papier. Ich mag das Haptische, ich mag, also gerade wie du vorhin schon sagtest, also die Alben greifen sich auch schön an und ich habe das da auch gerne in der Hand und ich blättere die Seiten auch gern um. Ich mache den Geruch gerne, bei frisch gedruckten, bei älteren Sachen da vielleicht nicht mehr ganz so gerne, aber das gehört halt alles irgendwie dazu. Das hat sich vielleicht auch seit frühester Kindheit irgendwie so eingeprägt. Aber für mich ist so Lesen halt jetzt nicht bloß ein visuelles oder intellektuelles Ding, sondern das hat auch was Haptisches für mich. Und sie lassen sich vor allem deutlich besser signieren als so ein Tablet. Das stimmt. Ja, ich signiere natürlich rücksichtslos alles, was man mir hinhält, aber... Alles. Ja. Du hast ja auch Signierzeiten, glaube ich, hier beim Comic Festival München, ist das richtig? Wann sind die? Die sind tatsächlich eigentlich schon vorbei. Die sind vorbei, okay. Wenn nachher noch jemand am CrossCult-Stand vorbeischaut, dann... Kann man da auf jeden Fall noch mit. Okay, prima. Spätestens wahrscheinlich zur Veröffentlichung des dritten Bandes könnte ich mir wieder Signiertouren oder sowas vorstellen. Gab es das im Zusammenhang mit den Veröffentlichungen auch, dass ihr die Comicläden in Deutschland angesteuert habt und ein paar Signierzeiten ausgemacht habt oder Festivals besucht oder so? Ja, also wir waren in Erlangen, also im Jahr des Erscheinens waren wir in Leipzig auf der Buchmesse, haben da eine kleine Promotion-Tour gemacht, habe ich schon erzählt, haben auch verschiedene Interviews gegeben für Comic-Magazine und könnte ich mir durchaus vorstellen, dass man sowas wieder macht. Hat auch Spaß gemacht, war großartig. Okay, sehr gut. Wie ist also die Interaktion mit den Fans? Das kennst du ja noch als Autor, der wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Signierzeiten eben auch für deine Romane auch hat. Wie ist das so? Wie läuft das ab? Wie reagieren die? Haben die dann immer so ganz komplexe inhaltliche Fragen, wollen Sachen zu einzelnen Figuren wissen und zu Abläufen? Das kommt schon vor. Also in der Fantasy bist du natürlich da schon gefährdet. Ja. Ja, also wenn du halt so eine elfbändige Serie, kann es natürlich schon sein, dass da mal jemand kommt und sagt, ja, aber im dritten Band auf Seite 760, das stimmt nicht so ganz mit dem überein, was im achten Band auf Seite 212 passiert. Aha. Und da hilft auch manchmal nichts anderes, als dass man eben zugeben muss, dass man auch bloß ein Mensch ist. Und man führt natürlich Buch, also ich habe eine ganz dicke Bibel, wo alles drinsteht, was in Erdwelt bislang passiert ist und künftig noch passieren soll. Und Hintergründe zu den einzelnen Völkern, zu den Sprachen, zu der Geschichte der einzelnen Völker, zu den Städten, zu den Schauplätzen. Aber es schleichen sich natürlich ab und zu auch Fehler ein. Also, okay. Da muss ich ganz ehrlich sein. Klingt, als müsstest du noch einen Wikipedia-Eintrag dazu anlegen mit einer riesen Datenbank, wo man das dann mal alles nachlesen kann. Ja, das wäre nicht schlecht. Also könnte mittlerweile, gäbe es schon Einträge genug. Ja. Oder an die Fans da draußen, die vielleicht ein Hobby suchen, können das natürlich auch gern machen. Prima, ja. Also das ist natürlich so, Fandom ist natürlich ein ganz großes Thema auch im Zusammenhang mit Fantasy. Es gibt ja wahnsinnig viele auch Veranstaltungen im Fantasy-Bereich generell. Wir haben zum Beispiel, weil ich da in der Nähe wohne, das kenne ich das ganz gut, in Dreieich eine ganz große Geschichte. Das ist der BuCon. Mhm. Da haben wir ganz viel, ist das ein Begriff? Warst du da vielleicht sogar schon? Öfter. Warst du auch schon öfter, ja. Wie wichtig ist das für dich generell fürs Fandom? Wie wir Comic-Fans, hier eine Comic-Veranstaltung, kennen das vielleicht nicht unbedingt. Wie wichtig ist dieser Austausch mit den Fans? Kann man da vielleicht Fragen beantworten, Sachen auch wieder in den Comic einfließen lassen? Ja, wie wichtig ist für dich einfach dieser direkte inhaltliche Austausch auch mit den Lesern? Also ich mag das total gerne, weil ich meine, das ist ja, also Autor zu sein, ist eigentlich ein eher tendenziell einsamer Beruf. Du sitzt ja eigentlich die meiste Zeit in deinem Kämmerchen und denkst dir was aus. Deswegen war auch die Arbeit am Comic mit Peter zusammen eben eine willkommene Abwechslung, weil man mal jemanden hatte, mit dem man sich austauschen kann. Habe ich normalerweise so nicht. Von daher mag ich Treffen auf Buchmessen, Lesungen, Signierstunden, Panels, was auch immer. Oder auch einfach nur Begegnungen so zwischen Tür und Angel, egal auf Buchmessen, passiert das ja auch total oft, dass man sich einfach so auf dem Gang begegnet und dann entwickeln sich da oft ganz tolle Gespräche, das mache ich eigentlich total gerne. Ich bin da sogar ein bisschen der Außenstehende nur, aber ich habe wirklich im Fantasy-Bereich das Gefühl, als ist gerade da diese Interaktion mit dem Künstler, dem Autoren, sehr wichtig irgendwie auch, weil man sich das natürlich signieren lassen kann, weil es richtig Fans gibt. Also das ist eben ja jetzt nicht einfach nur Thriller auf dem Bahnhofskiosk mitgenommen, sondern eben noch so ein persönlicher Bezug irgendwie da ist. Ja, ich glaube, es ist in der Fantasy ein bisschen persönlicher, ein bisschen familiärer, ein bisschen, ja, ich glaube schon ein bisschen ja, familiärer, das trifft es, glaube ich, ziemlich gut. Ja, vielleicht auch deswegen, weil alle Autoren irgendwie auch mal Fans waren oder es noch immer sind. Also wir haben da, glaube ich, ganz viel Verständnis füreinander. Ja, sehr gut, sehr wichtig. Verständnis ist, glaube ich, ein gutes Stichwort.
Wir haben ja unter anderem auch diese englische Ausgabe, von der du gesprochen hast, dass sie zumindest in Bearbeitung ist. Genau, ich glaube, der Andreas hat was geschrieben, es gibt einen Plan, die auf Englisch zu veröffentlichen. Ist die schon erschienen auf Englisch? Nein, ist noch nicht, aber es ist so in der Pipeline. Wer übersetzt das? Und wenn du es nicht bist, hilfst du dabei? Ich werde mir auf jeden Fall die englische Übersetzung angucken, ja. Okay, alles klar. Und gerade ich denke, das ist wichtig, dass du als Autor natürlich dann da irgendwie auch ein Lektorat quasi machst. Also ich klebe eigentlich nichts aus der Hand, ohne dass ich nicht vorher nochmal drauf geguckt habe. Genau, also da ist aber noch gar nichts absehbar, weil man sagen kann, okay, man kann das jetzt für den internationalen Markt, da gibt es noch nichts. Genau, da müssen wir jetzt wieder Andreas fragen, aber ich bin da noch nicht im Bild. Alles klar, sehr gut. Jetzt habe ich natürlich mal an meine Community, die ein paar Fragen stellen wollen. Denn mir war wichtig, dass wir auch ein bisschen was Inhaltliches zu Orksaga sagen können. Ich habe es jetzt beide Bände intensiv durchgeblättert und auch mal quer gelesen, aber will natürlich jetzt hier auch ein paar Fragen stellen, die vielleicht so in die inhaltliche Natur gehen. Und der liebe Lasse, der war so nett, uns hier ein paar Fragen zu schicken. Und die will ich dir natürlich auf jeden Fall stellen. Die erste Frage haben wir nämlich eigentlich schon beantwortet. Die Frage, wie entstand die ursprüngliche Idee für die ungleichen Brüder? Und die Vorlage haben wir ja schon gerade besprochen. Genau, es gibt ja diese Episode angeblich, also Robert E. Howard, Erfinder von Conan, hat ja mal erzählt, dass diese Version von Conan den Barbaren auf einmal in seinem Kopf war. Mhm. Das hatte ich ja immer so für so ein bisschen Mythos gehalten, aber bei Balburg und Dama ging es mir wirklich ganz genauso. Die waren auf einmal da und wollten, dass ihre Geschichte erzählt wird. Sehr gut. Die zweite Frage, weil das ist nämlich genau das Ding mit den Figuren letztlich auch. Er fragt noch, wie das aussieht, wie viel Mitspracherechte du bei dem Figurendesign hattest. Aber letztlich ist es vermutlich recht gut vorgegeben gewesen, ja letztlich auch, ne, durch die Buchvorlage. Es war vorgegeben, Peter hat sich an das alles auch wirklich gehalten. Und da, wo er sich nicht dran gehalten hat, da hat er auch absolut mein Segen, es zu tun. Also wir haben uns da wirklich angenähert und das war ein ganz, ganz toller kreativer Prozess. Gerade sowas wie zum Beispiel die Farbe der Orks. Ich meine, ja. Die sind ja nicht nur grün, die gibt es ja auch in verschiedenen anderen Farben. Genau, aber wir werden im Buch quasi als grün beschrieben. Okay, alles klar. Genau, ich würde sagen, die sind groß, grün und gemein. Ja. Und klar, da müssen sie natürlich auch grün sein. Das ist ja gut. Wie ist es, deine Figuren auf diese visuelle Art umgesetzt zu sehen? Also du hast gemeint, dass du deine Figuren im gewissen Rahmen ja auch schon im Kopf hattest und das ist aber erstmalig, siehst du die dann eben auch von so einem Künstler gezeichnet. Wie sind das denn? Ist bestimmt eine total tolle Erfahrung, oder? Ja, eine tolle Erfahrung. Überhaupt das Comic dann in der Hand zu haben, durchzublättern und sich irgendwie zu denken, das sind die Typen, die ich mir mal vor 10 Jahren, 15 Jahren ausgedacht hatte. Großartig. Okay. Und vor allem, es liegt auch wirklich sehr nah an dem, wie ich die mir eigentlich so vorgestellt habe. Also ich habe die... hatte die ja irgendwie im Kopf und hätte ich sie gezeichnet, dann hätten sie, wenn ich sie zeichnen könnte, würden sie wahrscheinlich so aussehen. Natürlich sind auch Leser zu mir gekommen, die gesagt haben, ja, ich habe mir die immer ganz anders vorgestellt. Das ist natürlich immer die Gefahr, wie bei einer Verfilmung auch, wenn ich in die konkreten Bilder gehe, wenn ich es konkret umsetze, dann geht natürlich schon ein bisschen was von der Fantasie des Lesers verloren, aber letztlich die Gefahr geht natürlich jede Adaption irgendwie ein. Aber ich finde, also Peter hat die wirklich toll eingefangen. Wunderbar. Eine Frage stellt er noch und zwar möchte er von dir wissen, weil er auch unser Soundtrack-Experte ist bei uns in der Redaktion, ob du beim Schreiben, also auch deine Romane, ob du Musik hörst oder vielleicht sogar auch insbesondere Soundtracks von Filmen vielleicht und ob dich das irgendwie inspiriert. Ja, Treffer ist schwarz. Ich höre eigentlich meistens Musik beim Schreiben, okay. Und eigentlich fast ausschließlich Soundtracks. Echt? Okay. Ja, ich habe wirklich eine große Sammlung auch, ja. Und ich mache mir auch, also ich habe mir Playlists angelegt, mit, also für verschiedene Stimmungslagen, mhm. Also für Schlachtszenen oder für Liebesszenen oder für, was weiß ich, einfach nur Untermalungsszenen, Landschaftsszenen. Also da gibt es mittlerweile schon ganz viele Playlists, die ich habe, die ich für die unterschiedlichsten Stimmungen nutzen kann. Und ich mache es auch ganz oft so, dass ich, wenn ich ein neues Romanprojekt anfange, dass ich mir so 2, 3 Komponisten oder bestimmte Musik zu bestimmten Filmen raussuche, die ich dann begleitend zu dem Roman höre, sodass der Roman so seinen eigenen Soundtrack kriegt mit der Zeit. Ich habe es auch schon auf die Spitze getrieben und mich dann in der Danksagung bei dem oder den Komponisten bedankt dafür, dass sie so wunderbare Musik geschrieben haben. Ich habe gelegentlich auch schon Comics gelesen, da war vorne eine Empfehlung für Songs, die man während des Lesens hören sollte. Mhm. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Könnte ich theoretisch sogar machen, ja genau. Jetzt haben wir ganz viele Sachen schon besprochen, die so ein bisschen Meta sind, also zur Zusammenarbeit, zur Umsetzung und so weiter. Was wir noch gar nicht gemacht haben, ist uns über den Inhalt zu unterhalten. Wir haben also komplett noch überhaupt gar nicht drüber gesprochen, wovon die Orksaga eigentlich handelt, insbesondere die ersten beiden Bände, die wir jetzt hier haben. Und die beiden Ork-Brüder auf jeden Fall. Und ich sehe auch eine Dame. Ja, eine sehr aparte Dame. Eine sehr aparte Dame. Elfin namens Alanna. Und das ist, also Balburg und Rama sind ja eigentlich immer sehr bemüht, zwei richtige Orks aus echtem Tod und Horn zu sein, wie es immer so schön heißt. Und leider sind sie ein kleines bisschen zu dämlich dafür. Also sie stolpern halt immer von einem Unglück ins nächste. Und es fängt eigentlich damit an, dass sie zu Beginn der Handlung in einen Hinterhalt von Gnomen geraten. Und da eigentlich die ganze Einheit niedergemetzelt wird, in der sie kämpfen. Und sie lassen den Kopf von ihrem Anführer auf dem Schlachtfeld zurück. Und das ist was ein Ork wirklich niemals
tun sollte, also ohne das Haupt ihres Anführers zurückkommen, der dann auch nicht geschrumpft werden kann, um ihn bis in alle Ewigkeit aufzubewahren, werden sie also wieder zurückgeschickt. Und das ist eigentlich der Beginn einer Intrige, in die die beiden hineingeraten, weil sie sie sollen eine Landkarte besorgen, haben aber keine Ahnung, dass diese Landkarte, wie sie sich das vorstellen, in Wirklichkeit gar keine Karte ist, sondern es ist eine Frau, nämlich besagte Elfin, die eine Landkarte im Kopf hat. Und es geht um die Suche nach der versunkenen Stadt. Mhm. Und die Orks wollen eigentlich bloß böse sein und einen guten Schnitt bei der Geschichte machen, aber das ist gar nicht so einfach. Vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, wie das ist mit der Nutzung von Figuren wie der Orks, Elfen, also quasi feste Begriffe, unter denen sich jeder was vorstellen kann. Mhm. Dass es in verschiedenen, natürlich auch Romanumsetzungen von verschiedenen Autoren in verschiedenen Welten gibt. Wie sind da so diese Nutzungsrechte? Darf man einfach so einen Ork-Roman schreiben? Also Orks sind tatsächlich frei verwendbar. Also auch Tolkien hat ja die Orks sich damals schon geliehen. Die kommen so in der Beowulf-Sage, kommen die als Orkneyers schon vor. Das sind so dunkle Geister. Da hat der die sich ausgeliehen, hat sie allerdings aber dann schon so in diese Richtung kultiviert, die man dann so eben allgemein aus der Fantasy auch kennt, wo sie inzwischen halt allgemein gut geworden sind. Mhm. Bei den Elfen ist es ähnlich. Also es gibt da diese in der High Fantasy eben diese Rassen, ja. Zwerge, Orks, Elfen, Gnome vielleicht noch, Halblinge. Bei den Halblingen ist es so, die müssen auch Halblinge heißen, die darf man jetzt nicht Hobbits nennen. Ah ja, alles klar. Ja. deswegen gibt es außerhalb des Tolkienischen Kosmos auch keine Hobbit-Bücher. Aha. Aber bei den Orks, die sind tatsächlich frei verwendbar. Aber so viele neue Rassen werden da nicht erfunden, oder? Es sind schon auch immer dieselben. Ach ja, ich glaube schon, dass immer wieder neue dazukommen. Das sind halt die populärsten, das sind also die Archetypen. Es gibt da ganz viel dazwischen halt. Mit Dunkelelfen oder mit Orks, die so zwischen Mensch und Orks sich irgendwie so wie Uruk-Hais, dass sie dazwischen so bewegen. Also da gibt es schon ganz viele so Mischformen auch. Echsenwesen kommen auch immer wieder mal vor. Also da gibt es schon noch ganz, ganz viele Zwischenmöglichkeiten. Hybriden auch vielleicht. Ja, genau. Okay. Spannende Geschichte. Ich blätter hier gerade auch durch den ersten Band und schaue mir auch das Artwork mal ein bisschen genauer an. Also gerade die Action-Szenen gefallen mir sehr gut, muss ich sagen. Das ist einfach eine Schlacht vor dem Herren. Sehr episch auch, die Epiken ist, die durch das Artwork dann übertragen wird. Gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich habe vorhin mit jemandem draußen gesprochen, der auch seit Jahren schon Comics liest. Die haben uns das auch mal ein bisschen zu kurz durchgeblättert. Und mir ist vor allem die Farbpalette aufgefallen. Das heißt also, er hat einfach eine... reduzierte Farbpalette. Das heißt also, es ist immer letztlich viel grün, viel braun, ein bisschen natürlich abhängig von der Location. Wir haben ein Wüstenszenario, da ist viel Rot dabei. Im zweiten Band habe ich gesehen, gibt es ein Eisszenario, ja. Wo natürlich dann auch die kalten Farben da sehr auffallen. Also gefällt mir sehr gut, das müsst ihr unbedingt mal anschauen. Die Leseproben findet ihr wie immer in den Shownotes. Da gibt es bei CrossCult ja ganz hervorragende Leseproben online, alles großartig. Und wie gesagt, hier diese Szenen auch sehr, also wirklich, das ist ein Gemetzel. Hier ist überall Blut an Schwertern und Messern und es gefällt mir sehr gut. Ja, ist eben auch ein toller Strich. Hat dieses bisschen Cartoonistische, zumindest in Teilen, wenn wir halt die Orks insbesondere haben, also diese bisschen funny eben. Wie würdest du den dann beschreiben? Also einer der Einflüsse, den wir so ein bisschen uns vorgenommen hatten, waren so diese Conan-Sachen aus den 70ern, die bei Marvel erschienen sind. Mhm. Da gab es ja eine farbige Serie, so für den allgemeinen Gebrauch, und dann gab es diese Savage Sword of Conan, die war noch ein bisschen härter, ein bisschen fieser auch. Mhm. Das waren Schwarz-Weiß-Comics und das war so ein bisschen so die Richtung, in die Peter auch gehen wollte, so vom Stil her. Okay, sehr gut. Interessant ist auch, glaube ich, eine gute Vorlage in der Conan. Ja, die sind auch sehr dynamisch auch vom ganzen Ablauf her, wie die Action-Szenen gemacht werden. Und das ist auch einer der Einflüsse, die wir uns da ein bisschen vorgenommen haben. Sehr gut. Wir haben auch Rückblicke. Wir sind dann farblich ein bisschen abgesetzt, ein bisschen anders. Sehr schön. Wir haben ja auch Publikum. Und es gibt immer auch die Möglichkeit, dass das Publikum natürlich, falls Fragen da sein sollten, Fragen stellen können. Falls ihr Fragen habt, habt ihr vielleicht die ein oder andere Rückfrage an den Michael? Ja, zum Beispiel, wie schaut es, warum jetzt eigentlich Orks? Wie ist er auf Orks verfallen? Warum Orks? Oder also so? Eigentlich fing es damit an, dass ich fand, dass die Orks eigentlich bei Tolkien irgendwie schlecht behandelt werden. Weil er hat die, also zunächst in die zwei Türme, da beschreibt er die ja so recht individuell und eigentlich sind sie auch total blöd. Und man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass man mit diesen total blöden Individuen so einen riesen Heer machen kann, mit dem man dann halb Mittelerde oder ganz Mittelerde ins Chaos stürzen kann. Und ich dachte immer, wenn Orks wirklich so sind, wie Tolkien sie beschreibt, dann müssten sie ganz anders reagieren. Und das war eigentlich so die Initialzündung für mich, was über Orks zu machen. Ich wollte halt so Orks, wie sie wirklich sind. Die Wahrheit über Orks, genau. Und, alles Weitere hat sich dann ergeben, aber das war tatsächlich die Initialzündung, so die Keimzelle von allem. Deswegen Orks. Wie hält man so das Interesse an seiner eigenen Geschichte aufrecht?
Man denkt sich jetzt so eine elfbändige Geschichte aus und sagt, okay, genau, die nächsten 10 Jahre mache ich das. Ja. Sondern es gibt ja Phasen, wo dann sich sagt, okay, gut, mir fällt einfach nichts mehr ein, das auserzählt. Es war tatsächlich so, dass wir ja viele, viele Hintertürchen offen gelassen hatten. Während des Schreibens entstehen ja auch immer ganz viele Ideen, wo man sich Notizen macht. Insofern war ganz viel Stoff da und ich habe dazwischen ja auch ganz viele andere Sachen gemacht. Also hätte mir am Anfang jemand gesagt, es werden mal 11 Bände Erdwelt, dann wäre ich wahrscheinlich selber erschrocken. Hätte ich mir auch nie träumen lassen, weil das hat natürlich ganz entschieden damit zu tun, ob die Leute das mögen, ob die Leute das gern lesen. Aber im Laufe der Zeit war das dann eigentlich kein Problem, weil es immer noch wieder Handlungsstränge gab, die erzählt werden wollten, Figuren, die erklärt werden wollten. Also hat sich eigentlich eins aus dem anderen ergeben. Ich hatte jetzt nie den Eindruck, oh Gott, jetzt muss ich wieder ein Band schreiben, sondern es war auch nicht so, dass der Verlag gesagt hat, mach wieder ein Ortband, sondern ich war dann derjenige, der gesagt hat, jetzt könnte Ihnen noch Folgendes passieren. In späteren Bänden werden Sie sich dann auch mal als Babysitter betätigen, weil Sie einen kleinen Thronfolger schützen müssen. Und was dann diese beiden Orks halt wieder mit so einem Kleinkind erleben oder mit so einem Baby erleben, das sind halt immer so Situationen, in die ich die dann ganz gern schmeiße und das gibt dann auch immer wieder neuen Stoff. Und deswegen wurden es dann letztendlich so viele Bände. Sehr gut. Vielleicht zum Ende unserer kleinen Runde hier. Du hast ganz zu Beginn des Gesprächs erwähnt, dass du eben auch Comicleser bist und man bei dir da quasi offene Türen eingerannt hat mit dem Vorschlag, das in einem Comic umzusetzen. Vielleicht kannst du uns noch erzählen, was du zuletzt so für auch gute Comics gelesen hast, ob es vielleicht eine Empfehlung gibt, die du parat hast. Was aktuell ist oder nicht, völlig egal. Was war der letzte gute Comic, den du gelesen hast? Der letzte gute Comic, den ich gelesen habe? Also momentan lese ich gerade lustigerweise gerade einen Haufen alte Sachen, weil halt wieder ganz, ganz, ganz viele Sachen, die ich in meiner Kindheit auch gelesen habe, wieder veröffentlicht werden. Da habe ich also die Alex-Geschichten lese ich zurzeit gerne wieder, weil es einfach ganz großartig gezeichnet sind. Die Alex-Geschichten? Alex, ja. Mhm. Ich bin bei, hatte ja schon erwähnt, dass ich Star Wars-Fan bin, also versuche ich bei Star Wars ein bisschen Schritt zu halten, zumindest bei der, was die klassische Rebellen-Ära betrifft. Die Legends-Reihe ist es jetzt. Genau. Jetzt, ne? Ja, was habe ich noch gelesen in letzter Zeit? Lest du auch Fantasy-Comics? Ich lese Fantasy-Comics lese ich auch. Also Conan mache ich wahnsinnig gerne. Also, da kommt jetzt auch wieder was Neues, da bin ich sehr gespannt. Ich fand die Umsetzung von den Franzosen sehr interessant bei Conan, was bei Splinter erschienen ist. Und bei Crosscult, was mich auch begeistert hat, dass Andreas die Planet der Affensee neu aufgelegt hat. Die Archivblende. Begeisterung lese, ja, die sind großartig. Super. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das nette Gespräch. Sehr gerne. Ich wünsche euch noch ganz viel Erfolg und freue mich auf den dritten Ork-Sagerband. Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank, ciao.